Es gibt ja auch, wir haben ja auch in Wien die, in Österreich sind die Antideutschen ja auch gut vertreten. Man soll es nicht glauben, auch innerhalb der ÖH, der österreichischen Hochschülerschaft, sind sie sogar extrem vertreten und auch als Lehrpersonal an den Universitäten in Österreich. Also es gibt da den Stefan Griegert, heißt der, der unterrichtet Politikwissenschaften und hat eine sehr eigenartige Wahrnehmung von Geschichte, vor allem was den Nahost-Konflikt betrifft. Der Herr Griegert ist auch jemand, der zum Beispiel sehr schnell mal den Begriff Antisemit verwendet, um berechtigte Kritik an der israelischen Regierung ins Absurde zu führen oder ins rechtsextreme Eck zu drängen. Und zugleich sagt der Herr Griegert aber, der Begriff der Islamophobie ist ein Kampfbegriff. Es gibt keine Islamophobie. Wenn ich mir dann die U-Bahn-Zeitung Österreich anschaue, wo jeden Tag über den Islam und über ISIS gepostet wird, dann muss ich sagen, es gibt sowas wie eine Islamophobie.